Schau mal, wie tief es da runter geht. Das ist wie Fliegen. Madeira. Madeira. Schaut euch mal das an. Dieser Blick hier. Völlig verrückt. Ich kann es nicht glauben. Thomas, kannst du dir vorstellen, hier auszuwandern? Hierher? Jetzt schon, wo ich diese Terrasse gesehen habe. Jetzt wird mir einiges klar. Ich verstehe. Unge, ich verstehe dich. Ich verstehe dich auch. Könntest du dir vorstellen, in Deutschland wieder zu leben? Nee, Deutschland nicht. Leider Deutschland nicht. Es sind so viele Kleinigkeiten. Wespen. Grundsätzlich Wespen. Aber auch zu warm, alles. Ich weiß nicht. Zu warm? Deutschland wird mir im Sommer zu warm. Ich kann das nicht. Und es hat ja auch niemand eine Klimaanlage in Deutschland. Ich weiß nicht, warum. Genau, Deutschland wird mehrere ist Monate nicht heiß. Gut vorbereitet auf die Hitze. Und hier verteilt sich die Hitze auch gut, weil es gar nicht so heiß wird, weil die Insel halt so klein ist und von Meer umgeben ist. Es gibt viele Berge, wo man notfalls noch flüchten kann. Ja. Ist ja auch nicht weit in die Berge, oder? Also nee, ich war gestern in den Bergen. An meinem Lieblingsort. Da fahre ich immer so 50 Minuten hin. Hab mir einen krassen Sonnenbrand. Sieht man das? Für die Podcast-Leute, ich sehe aus wie Mr. Krabs. Ich dachte, es wäre eine Meerjungfrau. Was habe ich mir da denn an Land gezogen? Alle! Schau dir das an. Ich wurde gerade einfach hier runtergespült. So krass. Ich habe Steine in der Badehose. Schau mal, mich hat so rumgeschmissen. Boah, ist das erfrischend. Was ja universell ist im Urlaub, ist die Sprache des Spaßes. Was aber je nachdem, wo ihr hinreist, von Land zu Land unterschiedlich ist, ist die Sprache, die tatsächlich dort gesprochen wird. Ich möchte an dieser Stelle unserem Werbepartner danken, nämlich Babbel. Babbel ist eine Sprachlernplattform, die es euch ermöglicht, einfach, unkompliziert und mit sehr viel Spaß und Spieleinheiten unterwegs eine neue Sprache zu lernen. Ich lerne zum Beispiel seit einer Woche mit Babbel für diesen Trip hier Portugiesisch. Obrigado. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Auf Babbel gibt's alles von Spielen über Spracherkennung bis hin zu Podcasts. Sämtliche Inhalte werden von SprachexpertInnen und Muttersprachlern hochgeladen und regelmäßig aktualisiert. Ihr könnt dort euren Wortschatz erweitern, ihr könnt lebensnahe Dialoge üben und all das in eurem eigenen Tempo. Mit unserem Link spart ihr 50% lebenslang auf bis zu 14 Sprachen, die ihr auf Babbel lernen könnt. Also schreibt mir gerne, wie ihr euren Kurs findet, wie schnell ihr Fortschritte macht und schreibt mir doch gerne auch auf Portugiesisch. Also, probiert es auch aus. Vielen lieben Dank an Baba, dass sie diesen Teil des Videos gesponsert hat. Und jetzt geht weiter auf Madeira! Kurze Schuss. Ja. Muss man da vorne echt aufpacken, gell? Ja, wenn du da halt hinten runterfällst, bist du tot. Alter, ich gehe da doch auf die Kante. Ich bin ja nicht verrückt. Ich war ja auf der Kante. Ja, aber ich bin ja auch verrückt. Ich würde sagen, hier ist eigentlich mit die schlechteste Stelle, wo man sein kann.
weil hier die ganzen Wellen sind. Da oben ist es ein bisschen besser zum Beispiel. Da, wo es kantig ist, ist gut. War das eine Anspielung auf dein Gesicht? Genau. Was sollte man denn hier auf Madeira noch auf jeden Fall machen? Ich wollte mit euch wandern gehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Bock habt oder super. Nicht. Ja, ja klar. Aber gerne. Ich wollte euch gleich einfach dann mitnehmen. Aber okay, ja, können wir nach dem Podcast. Wir müssen noch irgendwo wandern. Unser Kind einsammeln. Ja, wandern, wandern, Berge, alles wunderschön. So, was machen wir jetzt? Wir fahren hier auf irgend so einen abgelegenen... Also sag's, wie es ist. Antonia hat uns einen Google Maps Link geschickt und führt uns hier irgendwo in den Dschungel. Und die Chance, dass wir abgezockt werden und mit einer Rohrzange verprügelt bis sogar umgebracht, ist ungefähr 80%. Von ihr. Und es sieht so aus wie in jedem Netflix-Film, wo in Kolumbien mit Kokain gehandelt wird. Besser kann man die Situation nicht zusammenfassen. Sheesh. Ist ihr Auto höher gelegt oder sowas? Ja, anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass sie... ihr so lang pießt. Also wie kommt man überhaupt auf so einen Ort? Wie oft muss man sich verfahren, um hier ursprünglich zu landen? Also im Endeffekt wollte ich euch zu einem sehr süßen kleinen Spazierweg führen, wo man nur 20, 30 Minuten läuft. Dann kann man Vögel auf der Hand füttern. Sehr süß und das ist ein dann toller in den Viewpoint. Bergen von Madeira. Ja, du hast ja die ganze Zeit über diese Vögel geredet. Ja. Ich dachte, wann kommen die denn jetzt endlich? Ich habe mich so gefreut. Ja, ja. Aber dann? Dann war es irgendwann in dem Punkt, dass ich in eine Straße eingefahren bin, wo nur noch Schotter war und ich dachte mir... Das ist neu, das ist ein neuer Weg. Das haben sie aber komisch renoviert. Hazel hat die ganze Zeit gesagt, die entführen uns, die entführen uns. Ja, die ziehen uns jetzt ab. Ja. Ich habe auch vorher noch gefragt, ob ihr beide noch beide Leber und Nieren habt. Das habt ihr bejaht, dementsprechend habe ich dann einen anderen Weg gewählt. Nee, wir waren da auf so Schotterweg und allem und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Auto macht das glaube ich nicht mehr, weil es ist zwar nicht tiefer gelegt, aber es ist halt ein Stadtauto. Antonia, was ist das hier? Mich nicht. Ich habe uns komplett falsch geleitet. Ich bin mir unsicher, ob mein Auto das da vorne packt. Wir haben uns schon gedacht, du zockst uns jetzt ab hier. Der Google-Eintrag ist eine Straße versetzt. Straße versetzt ist diese Straße. Eine Straße da ist die geile Straße. Mhm. Der Weg dahin, den wir irgendwo falsch genommen habe, sind ein massivster Umweg. Jetzt bin ich gerade sehr stark am Abwägen, ob wir jetzt einfach diese 4 Minuten, die wir noch brauchen, hier durchziehen. Oder nicht. Hast du denn ein normal hohes Auto? Weil bei uns, also wir sind schon mal aufgesessen gerade. Ich bin zum Glück noch nicht sehr aufgesessen, aber das müssen wir erst mal anschauen, Thomas. Ja, komm. Das da vorne ist nämlich... Ich will auch ein Auto. Wir gehen das jetzt alle an. Ich schaue das mir jetzt mal an. Und wie das eine gute deutsche Familie macht. Und wie lange fahren wir hier noch? 4 Minuten. Also wie viel Meter? 1500. Ja, 1500 ist schon krass. Schon mal so falsch gefahren, um Vögel zu füttern vor allem. Und es wird nicht schlimmer als so. Ich war noch nie auf dieser Straße. Es ist einfach. Es ist. Und dann kam uns ein Wohnmobil entgegen mit einem topmotivierten Ehepaar drin. Es war wirklich wie so ein Film von 1999 mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und die haben dann nur so Zeichen gegeben, so, auf keinen Fall, mach das nicht, das ist total schlimm. Ich habe auch gefragt, wollt ihr zu den Vögeln? Da sind keine Vögel. Also anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die vom Google Maps-Antrag geprankt wurden. Weg zur Straße. Aber wir haben einen Aussichtspunkt gefunden, direkt auf dem Weg. Da fahren wir jetzt hin. Ich vertraue dir. Mach das nicht. Niemand ist der Weg schön, der Weg ist das Ziel. Ihr müsst ja auch irgendwie was in eurem Podcast zu erzählen haben. Ja. Dass ihr gut zu Vögeln seid, will keiner hören. Sherry. Sherry. Das war der ursprüngliche Plan. Zusammen. Hat jemand gefragt. Dauert. Herr Krass, mach echt mal einen Podcast. Das würde voll gut zu dir passen. Ja. Hast du schon mal überlegt, mit Thomas einen Podcast zu machen? Ja, jeder mag so Mami-Daddy-Vibes. Würdest du dich von mir trennen, wenn du dafür 200 Millionen Dollar kriegen würdest? Sei ehrlich, Thomas. Du
kannst also dir sehr viel Essen bestellen. Ich finde, Trenn ist ja zum einen nicht final. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagen würdest, würdest du ein Baby töten oder so. Das wäre ja wirklich quasi. Aber Trenn, ja, weil man sich trennt, kann man ja auch wieder zusammenkommen. Nein, wir können nicht wieder zusammenkommen. Kann nie wieder zusammenkommen, 200 Millionen. Und ich hasse dich dann auch öffentlich. Und ich mache dann auch so Musik drüber, wie blöd du bist. Aber ich finde, 200 Millionen ist schon viel. Also da kannst du schon eine Menge viel. Also, da kannst du Schulen bauen, Krankenhäuser. Ja, aber wenn du dann immer traurig bist, was machst du denn da für toxische Schulen? 200 Millionen. Ich glaube, es ist die ehrliche Antwort und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, jeder würde das machen. Für 200 Millionen eine Person verlassen, da kannst du so vielen Menschen mithelfen. Du kannst so vielen Menschen Augenlicht schenken für 200 Millionen. Also Thomas, das ist doch nicht das Erste, was du machst, wenn du 200 Millionen. Nee, ich würde mir natürlich erstmal ein Delfinarium holen, dann 20 Jetskis. Und dann eine neue GoPro, damit ich die alte nicht immer laden muss. Würde ich mit den Jetskis in dem Delfinarium rumfahren, aber alle Delfine tot sind. Aber es sind blinde Delfine. Genau, den schenke ich dann Augenlicht. Ja, perfekt. Dann machen sie das nämlich freiwillig. Selbst bei 2 Millionen müsste ich mal kurz nachdenken. Es gibt 8, das ist jetzt hart, aber okay. 2 Batterien AAA, 2 Mehrfachsteckdosen, 1 auf 3, ein Stecker mit USB-C-Anschluss, Plastikschlappen, Schuhgröße 45, für wen die wohl sind? Vor allem, ich habe ihn vorhin gefragt, ob wir nur Lebensmittel besorgen, weil er hat gesagt, ich schicke euch noch eine Liste. Da habe ich gesagt, ach, für Lebensmittel. Er so, ja, ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir das finden. Die Fahrt hierhin war schon mal aufregend. Es ist alles sehr, sehr steil und eng. Aber ich mag das eigentlich. Steil und eng. So gehe ich auf Partys und so verlasse ich Partys wieder, wenn ihr wisst, was ich meine. Mehrfach nach bereits einer Sekunde kann ich dir sagen, wir werden hier nicht ansatzweise alles finden. Und jetzt geht's auf zu dem großen Supermarkt. Fuck! Jetzt bin ich in einem Scheiße gefangen. Ich hätte da parken können, aber ich habe den falschen Einfallswinkel gewählt. Aber du hast es trotzdem sehr gut gemacht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es nicht. Ja, aber ich hätte. Ja, ich kann es doch jetzt. Ich kann ja jetzt nicht mein Fahrverhalten an deinem messen. Also dann haben wir es. Wir alle alles toll gemacht, können wir auch sagen. Ich habe super gut meine Tasche gepackt im Vergleich zu meiner zweijährigen Tochter. Wenn sie es packt, ein paar Mickey-Maus-Ohren und einen halb aufgeblasenen Ballon mitnimmt. Ich finde es ultra krass, hier Auto zu fahren. Ja. Du fährst hier wahrscheinlich täglich Auto. Richtig. Wie machst du das? Was ist dein Trick? Also einfach Vollgas? Ich gebe aufs die Gas. Kurve? Man lernt hier ein paar Verkehrsregeln mit der Zeit. Erstens, du schaust nicht darauf, wie schnell du fährst einfach. Du fährst so schnell, wie der vor dir fährt. Wenn du bremst, bist du auch ein Verlierer. Wer bremst, ist Mittäter. Hier werden gerade die Straßen blockiert von Körben. Klimakörben. Ja. Eine normale Situation. Nimm das, Bobbycar-Rennen, Obstgrund. Also ich hätte es nie gedacht, aber diese Männer in Körben auf Straßen gehen mir deftig auf den Sack. Versuchst du wirklich, wie man Kinder hält? Sie versucht so wenig wie möglich, dieses Kind irgendwie anzuklapschen. Nein. Und deswegen ja, hält sie nur so an den Schultern am besten. Unsinnig berühren. Ja. Ach, Unsinn. Da ist eine Ziege. Siehst du die? Ja! Die Machtziege. Wie findest du denn unsere Tochter? Das ist natürlich immer blöd, oh, das so als Nein, Eltern die zu fragen. Aber ich finde die auch deswegen süß, weil sie mich auch irgendwie mag, habe ich so das Gefühl. Also sie ist eigentlich besessen von dir. Sie redet die ganze Zeit nur von Antonia. Und von dir und von der TikTokerin Shirley. Schön hier, aber waren sie auch mal in Baden-Württemberg? Wo sind wir hier? Das ist eine sehr gute Frage. Schön, dass ihr fragt. Das ist das Ziel, wo ich euch hinführen wollte. Das ist ein ganz bekannter. Da hat Cristiano Ronaldo schon damals ins Meer gepisst. Das ist wirklich, das ist hier ist legendär quasi. Heiliges Wasser. Ja. Was ist jetzt los? Oh nein! Oh nein! Hörst du das? Das ist die Natur. Oh mein Gott, habe ich Ayahuasca genommen oder was ist los mit mir?
Oh, fuck. Du kannst es an meinen Beinen abschmieren. Dann werden sie ein bisschen sauberer. Endlich habe ich den Tan. Du hast auch dreckige Hände. Was hast du denn? Willst du einmal den Baum anfassen? Dann kriegst du auch so rote Hände. Wenn ich das mache, ganz rot in deine Hände dann. Was? Jetzt bin ich ein Clown. Ja, und jetzt? Nochmal. Mehr Clown. Damit ich mir die Hände waschen kann, okay? Ja. Und die Nase. Und die Nase? Warum habe ich irgendwo was? Habe ich irgendwo was? Du musst mir schon sagen, wenn ich irgendwo was hab. Nein. Kannst du es wegmachen? Nein. Nein, ist nichts? Alles gut? Ich kenn mich so. Okay, los geht's. Wir gehen los jetzt. Geht man den Orchester runter oder wie macht man das? Ja, das ist der Weg wieder hochlaufen. Ja. So denkt eine kluge Geschäftsfrau. Als wir da unseren komplett missratenen Trip zu den Vögeln gemacht haben, wollten wir zweimal aussteigen und irgendwo runterlaufen. Und dann hast du immer gesagt, lass uns runterfahren, sonst müssen wir ja wieder hochlaufen. Ja. Also so eine Treppe ist schon mein Endgegner. Ich glaube, das liegt eher... Eine Treppe? Ist dann, also wenn ich vom Streamraum runtergehe, um mein Wasser zu holen, werde ich immer ausgelacht, weil ich so atmend oben wieder ankomme. Ist das das Gerät, was du ächzt, oder deine Gelenke? Aber für was ist das? Ich wollte gerade sagen, selten habe ich etwas gesehen, während es benutzt wird und dann noch weniger verstanden, was es tut. Wir haben hier im Haus einfach so einen großen Raum, in dem nichts drin steht. Und ich würde sagen, da spielen wir jetzt ein bisschen Fußball. Ich mag die Shirley. Ja, die Shirley ist cool. Oder wie ich sie nenne, den Shirl. Ja, die hat so Special Special Effects. Special Effects. Ob das was wird? Also wenn Shirley sagt, ob das was wird, dann muss man in Deckung gehen. Du bist auch ziemlich gut im Fußball, haben wir gesehen. Dankeschön. Also, ja, du hast unsere Tochter abgezockt. Also da hat sie echt, mit ihren kleinen Fettballen gar keine Dribble Chance. Skills. Ja, ich wollte ihr ein bisschen Fußball lernen, aber sie hatte nur Lust auf Werfen. Ja. Und dann wieder auch sehr lange zerstören. Hintereinander. Ja, schau mal. Nochmal. Und aufs Weiße stellen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Willst du mal an den Strand? Ja! Oh, mit dir, hat sie gesagt. Ich bin in Bali mal gesurft. Ja, es waren harte Zeiten, die Wellen waren 7-8 Zentimeter hoch. Sah ungefähr so aus. Ich hatte ein riesiges Brett. War der Hammer. Ich war die Beste aus dem ganzen Surfcamp. Alle haben sich in mich verliebt. Ja, und dann wollten die alle mein Social Media. Aber ihr wisst, wie das ist. Das gibt man nicht einfach so raus. Nein. Weißt du, wie Shirley aussieht? Jetzt weiß ich es. Wie Howard Stern. Stimmt. Ich glaube, es ist eine Beleidigung, aber ich lasse es nicht an mich ran, weil ich kenne diesen Ü30-Humor nicht. Das ist Ü60-Humor. Howard wer? Howard Stern. Der größte Radiomoderator. Das Problem ist, wenn man es googeln muss, ist es nicht mehr witzig. Oh, es ist nicht witzig! Du bist ja, was Howard sagt ihr zum Wanderweg, den ich euch gezeigt habe mit den Vögeln? Das ist doch super. Wenn man nach dem Credo lebt, der Weg ist das Ziel, habe ich heute alle meine Ziele erreicht. Madeira ist super. Noch besser, wenn man Leute kennt, die sich hier auskennen. Und verfahren. 4,5 Jahre lebe ich hier. Deswegen bin ich froh, euch mal diesen Ort gezeigt zu haben, an dem ich auch selber noch nicht war.
Ihr gefällt es. Also. Ja, super. Das ist echt das Wichtigste. Und was ist dein Eindruck zu Twitch? Viel. Sehr bunt, viele Farben. Es ist wie so ein Center-Shock für die Augen. Also wenn YouTube eine saure Zunge ist, dann ist Twitch 15 Center-Shocks, die man sich ins Auge reinlegt. Das stimmt. Mach mal den rechten Daumen nach oben. Wieso lachen hier alle? How to Shirley? Like this.